Hallo und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video soll es um das HTC One M8 bzw. M8 gehen. Das Ganze hat HTC in der vergangenen Woche vorgestellt und ich möchte euch ein bisschen was darüber erzählen. Was kann das so, was sind die coolen Features vom HTC One M8 und natürlich werde ich euch auch nochmal meine Meinung dazu sagen und euch eine Empfehlung abgeben, ob ihr denn das Gerät kaufen solltet. Ich wünsche euch damit viel Spaß mit diesem Video. So, und damit auch an dieser Stelle noch einmal herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ich gerade schon kurz angesprochen habe, ich möchte mit euch in diesem Video über das HTC One M8 reden. Leute, die meine Videos regelmäßig verfolgen, wissen sicherlich, dass ich seit eh und je iPhone- und Apple-User bin. Also seit ich hier angefangen habe, war ich immer auf das Thema Apple fokussiert und mein Hauptsmartphone und auch mein einziges Smartphone, das ich momentan habe, ist das iPhone 5. Aber ich möchte auch gelegentlich mal wieder so ein bisschen auf die Konkurrenz schauen, also etwas über den Tellerrand hinausblicken, wie man denn so schön sagt, und dazu auch mal ein paar Statements zu anderen Smartphones abgeben. Natürlich würde ich auch gerne mal andere Smartphones testen, mal gucken, ob sowas auch nochmal passieren wird, aber in diesem Video möchte ich euch einfach mal das neue Smartphone von HTC vorstellen, also das neue High-End-Smartphone. Gerade der letzte Titel, also das HTC One, hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Also von dem, was ich so gehört habe und von dem, was ich auch selber so ein bisschen mal gesehen habe. Erstmal möchte ich ein bisschen was zu den Specs erzählen und dann nochmal so auf die Features und Besonderheiten eingehen und am Ende natürlich nochmal meine Meinung dazu preisgeben. Ja, das HTC One kostet 679 Euro und lehnt sich damit an die High-End-Smartphone-Preisklasse, zu der auch zum Beispiel das iPhone 5S von Apple gehört, an. Das Ganze läuft mit Android 4.4 KitKat und ist ab dem 4. April 2014 zum Kauf verfügbar. Ihr könnt euch das Ganze auch jetzt schon auf Amazon und so weiter bestellen. Da findet ihr übrigens auch einen Link unten in der Videobeschreibung. Wollen wir mal etwas näher auf die Optik, also auf das Design eingehen. Wir haben das Ganze in drei Farben, zum einen Metallgrau, Silber und Gold. Also eigentlich eine ziemlich gute Farbauswahl und das Ganze kommt in den Materialien, also beziehungsweise das Ganze ist aus den Materialien Aluminium und Glas hauptsächlich gefertigt. Also wir sehen, das Ganze ist hier sehr, sehr edel, sehr hochwertig, beziehungsweise das, was man jetzt schon so entnehmen kann, wirkt sehr hochwertig, sehr edel. Und meiner Meinung nach sieht das Design, ihr seht übrigens hinter mir auch gerade die Website und auch immer hier mal ein paar Bilder eingeblendet. Meiner Meinung nach ist das Design wirklich sehr, sehr edel gehalten, sehr, sehr schick. Und mir persönlich gefällt es ziemlich gut. Mir hat ja auch das HTC One schon recht gut gefallen. Im Display haben wir nun, also das Display ist nun ein 5 Zoll Display, ist ein bisschen größer geworden. Wir haben eine Auflösung von 1920x1080 Pixel, also 441 Pixel per Inch. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich gut und es soll wohl besonders für kleine Texte sehr gut sein, da man diese dementsprechend auch ziemlich scharf, gestochen scharf sieht. Und das ist in dem Fall dann auch vorteilhaft. Also das ist eben auch schon mal ein Pluspunkt für das HTC One. Wir haben außerdem jetzt diese On-Screen-Tasten. Vorher hatten wir dort die Soft-Keys, also dort neben diesem Schriftzug HTC waren da ja immer die Soft-Keys und so kennen wir es ja auch von Samsung-Smartphones und so weiter. Jetzt haben wir allerdings diese On-Screen-Tasten. Da muss ich persönlich sagen, naja, irgendwie finde ich, wirkt das ein bisschen eigenartig. Mir persönlich gefällt es jetzt nicht so und es ist halt irgendwie ein bisschen komisch. Allerdings muss man mal absehen, vielleicht kann es ja auch sein, dass es ziemlich nützlich sein wird oder ziemlich cool. Das muss man dann eigentlich alles im letztendlichen Test sehen. Also ich persönlich finde es ein bisschen eigenartig. Übrigens, wir haben auch oben und unten da diese Boom-Sound-Lautsprecher und die sollen laut Angaben auch verbessert werden und auch gute Qualität liefern. So, ich habe noch einige weitere Specs für euch. Wir haben hier als Prozessor einen Qualcomm Snapdragon 801, also ein Quad-Core-Prozessor. Wir haben 2 GB RAM, wir haben eine Adreno 300
30 Grafikeinheit. Wem das alles jetzt nicht sagt, ich kann euch auf jeden Fall versichern, von den Specs her ist das auf jeden Fall alles top, also da gibt es eigentlich gar nichts zu meckern. Wir haben außerdem 16 GB Speicher intern, allerdings besteht auch noch die Möglichkeit, das Ganze per MicroSD in Anführungsstrichen zu erweitern, also so, dass wir dann noch mehr Speicherplatz eben extern verfügbar haben, was meiner Meinung nach auch ziemlich cool ist. Ich glaube, beim Vorgänger ging das jetzt nicht, aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir beim Akku einen 2600 mAh Akku und laut Angaben soll der 20 Stunden Gesprächszeit liefern. Und dazu muss ich auch sagen, okay, es reicht vollkommen aus, also im Normalfall sollte man damit locker durch den Tag kommen, außer man dreht jetzt nicht die Helligkeit voll hoch und zockt da die grafisch aufwendigsten Spiele drauf und surft mit LTE. Übrigens an dieser Stelle, LTE und NFC sind auch mit an Bord, also von den Specs her auf jeden Fall alles in Ordnung und auf jeden Fall zufriedenstellend. Dann will ich mit euch aber nochmal auf etwas weiteres eingehen, und zwar die Besonderheit beim HTC One M8 bzw. das, was das HTC One M8 ausmachen soll, und zwar das sollen die Kameras sein. Da haben wir nämlich einige spezielle Sachen, die sich HTC hier ausgedacht hat. Was HTC sich hier im Aspekt Kamera ausgedacht hat, ist meiner Meinung nach wirklich tricky, allerdings auch ziemlich cool und vor allem interessant. Wir haben auf der Rückseite eine Hauptkamera mit 4 Megapixeln bzw. wie HTC es nennt, Ultrapixeln, und ihr braucht gleich nicht aufschreien, 4 Megapixel hört sich erstmal katastrophal an, ist es aber nicht. Ich glaube, dass diese Kamera es wirklich in sich haben kann. Wir haben auf der Rückseite noch eine weitere Kamera, also insgesamt eigentlich 2 Kameras. Die weitere Kamera ist dann eben etwas weiter oben positioniert und die hat eben 2 Megapixel. Diese Kamera soll die Entfernung messen und auch für die Tiefenschärfe zuständig sein. Also die Hauptkamera, mit der ihr dann die Fotos aufnimmt, ist die 4 Megapixel Kamera. Aber durch diese 2 Megapixel Kamera, die dann eben ebenfalls auf der Rückseite verbaut ist, wird es uns ermöglicht, im Nachhinein, also nachdem wir das Foto gemacht haben, das Ganze noch zu bearbeiten und damit den Fokus zu verstellen und dann diese ganzen coolen Bokeh-Effekte, die wir ja von der DSLR schon kennen, dort reinzubringen. Und das hört sich meiner Meinung nach ziemlich cool an. Also das ist ein Feature, was man so bei keinem anderen Konkurrenten, bei keinem anderen Smartphone bisher gesehen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich ein richtig cooles Feature sein wird. Und man muss halt gucken, ob man es wirklich braucht oder ob es nur Spielerei ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich ganz cool sein wird. Wir können damit übrigens eben auch so noch weitere 3D-Effekte und Spielereien bei Standbildern machen. Also insgesamt wirklich eine richtig interessante Sache. Wir haben auf der Rückseite übrigens neben der 4 Megapixel Hauptkamera noch einen LED-Blitz und dort haben wir auch einen Dual-Flash, also bedeutet, wir haben das ähnlich wie dieser Kalt-Warm-Blitz beim iPhone 5S, dieser True-Tone-Blitz. Also das hat HTC wahrscheinlich einfach abgeguckt. Okay, das ist natürlich schlau von HTC, Marketingstrategie, aber ja, ich finde es ein bisschen blöd, dass sie es abgeguckt haben, aber na gut, muss jeder sich selber seine Gedanken zu machen. Wir haben auf der Vorderseite übrigens eine 5 Megapixel Kamera, die damit auf dem Papier besser ist als die beiden Kameras auf der Rückseite, aber ich glaube wirklich, dass diese beiden Kameras auf der Rückseite wirklich interessant sind, und das ist wirklich so die Besonderheit hier im HTC One M8. So, dann möchte ich jetzt auch nochmal zu einem letztendlichen Fazit mit Einschluss auch von meiner persönlichen Meinung kommen. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das HTC One M8 ein Top-Smartphone ist, ein Top-High-End-Smartphone, was sehr, sehr gute Specs, also technische Daten aufweisen kann und auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial hat, im Jahr 2014 eins der größten und besten Smartphones zu sein. Ob das Ganze sich dann natürlich auch in den Verkaufszahlen widerspiegeln wird, bleibt fraglich. Also auf jeden Fall würde ich sagen, dass es ein sehr, sehr hochwertiges Smartphone ist von den Specs. Wie sich das Ganze nun im Alltag schlägt, muss man dann in einem Langzeittest
erfahren. Also da müsste man mal testen, wie sieht das aus, was bringen so die Features, nützen die was und wie sieht das softwaretechnisch aus. Und das muss natürlich auch jeder für sich selber entscheiden, worauf man da so die Prioritäten legt und was man dort in dem Fall wertschätzt. Aber auf jeden Fall von den Specs hat das Ganze Potenzial und auch diesen Einfall von HTC bei der Kamera bzw. bei den Kameras finde ich interessant und ja, da bleibt es auch abzuwarten, wie sich das entwickeln wird, ob das dann dementsprechend ja, sogar ein nützliches Feature sein wird oder eher weniger. Also das ist meine Meinung zu diesem Thema. 679 Euro sind natürlich nicht wenig, allerdings ist das Ganze bei Apple oder Samsung natürlich auch kaum günstiger. Also deren Smartphones liegen auch ungefähr in dieser Preisklasse. Und von daher, ansonsten würde ich übrigens nochmal sagen, Nexus 5 kann man sich natürlich auch nochmal angucken. Aber auf jeden Fall HTC One M8 ist, würde ich sagen, meiner Meinung nach schon ein klasse Smartphone. So, und damit war es das nun auch an dieser Stelle von diesem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass es auch mal interessant für euch war, dass ich ein Smartphone von einem anderen Hersteller bzw. von einer anderen Marke vorgestellt habe. Und ja, lasst mir nochmal gerne eure Meinung zu dem Smartphone oder auch zu diesem Video unten in den Kommentaren da. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder abonniert den Kanal hier unter diesem Video, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ja, ansonsten, wir sehen uns vielleicht in den nächsten Videos wieder. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bleibt dran!